Los, vorwärts, Schiff! Du bist ein echter Held, was? Identifiziere Gefangenen 117. Schiff Helix. Glaubst du, du kannst mich brechen, Bulle? Ich war schon an finsteren Orten im Universum, wo dir vor Angst die Schrauben zittern würden. Die ewigen Gruben von Sordum, die eiserne Warte in Novalis. So stürzte sich Ratchet ins Abenteuer, in der Hoffnung, ein Mitglied der Schutztruppen zu werden. Guten Morgen, Hüseliebende. Es ist 8 Uhr und heute wird so richtig heiß. Unsere erste Meldung ist leider traurig. Denn 20.13 Uhr wurde der Planet Tenemol anscheinend von einer Supernova der Klasse 7 getroffen. Ratchet machte den Gegnern mit seinem treuen Omni-Schlüssel den Gar aus. Ratchet sah tödlicher Gefahr ins Auge. Betrat er die Schwelle des Todes, musste er Nanotech zur Heilung finden. Ich habe das Zeug mal nach einem Bankraub benutzt. Es hat glatt 3 von 5 Schussverletzungen geheilt. Lombax hat offensichtlich keinen Respekt vor öffentlichem Eigentum. Sieh nur, wie er die Kisten auseinandernimmt. Anmaßend. Vielleicht wollte er nur Bolts für neue Waffen ansparen, mit denen er die Galaxie beschützen kann. Hey, wer erzählt hier die Geschichte? Seine Gegner erledigt waren, zog Ratchet weiter. Sein Ziel? Das Schicksal.
Hallo, Kadetten! Und willkommen zur galaktischer Schutzpunkt-Rekrutierung. Trete den Übungsschutz. Bist du bereit für die galaktischen Schutz? Oh, mein Teilnehmer! Wir machen zukünftiges für die Schutzpunkt. Hallo, Rekrut! Hier spricht Cora Verolux. Zeig uns, wie flink du auf den Beinen bist, indem du über diese Hindernisse springst. Falls ihr mich auf der Veranstaltung seht, bitte kommt nicht zu mir, um mich... Mitglieder der Schutztruppen achten immer auf ihre Umgebung. Hüpfe von einer beweglichen Plattform zur nächsten. Gut so, vielleicht bist du der Rekrut, nach dem wir suchen. Los, weiter zum nächsten Teil des Parcours. Huhu, hier oben, ich bin's, Captain Quark. Nein. Hallo Rekrut, ich bin Brax Lectrus und ich bin spezialisiert auf rohe Kraft. Mal sehen, wie gut du diese Kisten zertrümmerst. Super, nächster Schritt, spreng Sachen in die Luft. Galaxie ist ein gefährlicher Ort, was die große Menge an Munition beweist, die überall in Kisten herumliegt. Würde ich an deiner Stelle so... Hier suchst du deine Waffe aus. Ich zeige dir erstmal, wie das Ganze funktioniert. Dazu brauchst du Raritanium, aber fürs Erste nehmen wir welches von mir. Dafür musst du nur eine der Zellen auswählen. Diese Dinger bilden eine Kette. Na los, füll die ganze Kette aus. Okay, bestätige. Hey, du hast einen Geheimniskern eingekreist. Das verschafft dir einen großen Schub. Das war's auch schon. Probier's jetzt selbst mal aus. Boom! So macht man das. Hey, Kumpel, ich kann dir was ganz Tolles anbieten. Schon mal von Omega-Waffen gehört? Sobald du alle Baupläne... Ah, das kostet dich natürlich etwas und es wird nicht... Aber glaube mir, es lohnt sich. Diese Schätzchen lassen deine Standardwaffen alt aussehen. Und wenn ich ehrlich bin, du wirst sie auch brauchen. Das wirst du nicht bereuen. Auf der Veranstaltung seht, bitte kommt nicht zu mir, um mir die Hand zu schütteln. Mein mächtiger, schraubstockartiger Griff hat schon die Zuversicht der heldenhaftesten Männer erschüttert und ungern aus der Bahn werfen. Für noch mehr Pep haben wir diese Attrappen mit Gadgetron-Flammenwerfern versehen, mit dem Okay unserer Rechtsabteilung. Sehr gut, Rekrut.
der Schutztruppen. Begib dich zur finalen Herausforderung. Komm schon, Ratchet. Du kannst das. Zeit für die finale Herausforderung. Überlebe einen gnadenlosen Gegneransturm. Dann bist du vielleicht bald Mitglied der Schutztruppen. Oder vielleicht Praktikant. Galaktischen Schutztruppen von Solana? Oje, keine Munition mehr. Das war gar nicht schlecht. Die hilflose Blechbüchse wusste, seine beste Überlebenschance war das Lüftungssystem der Anlage. Könnte er bloß zum Luftschacht rennen, würde er es vielleicht lebend daraus schaffen. Ich weiß, dass du die Blechbüchse findest, Victor. Du hast mich noch nie enttäuscht. Die kraftlose Blechbüchse wusste, dass er zum Überleben eine Bombe auf alles werfen musste, was ihm im Weg stand. Die junge Blechbüchse entdeckte vor sich einen Federbot und wusste, dass er nun mit diesem praktischen Gerät die gefährlichste aller Kräfte besiegen konnte, die Schwerkraft. Die hoffnungslose Blechbüchse musste einen Federbot werfen, aber wohin und wie? Blechhaufen. Komm zurück und wir regeln das. Von Kampfbot zu Kampfbot. Oh nein, Wasser! Ich entdeckte die Blechbüchse einen Energiebot. Dieses Gerät kann Maschinen mit Energie versorgen. Aber wohin sollte er ihn werfen? Du hast es wirklich drauf, dass alles dramatisch klingt, Mann. Danke, Schiff.
Ich bin wirklich gut im Erzählen von Geschichten. Was gibt es für ein Problem, Victor? Er wird mir nicht entkommen, Vorsitzender. Ich habe ihn da, wo ich ihn haben will. So schwer. Glaubst du, du kannst mir entkommen? Nicht wieder dieser Hund. Komm wieder her, du elende Blechbüchse. Schneller als das! Ich werde dich zerlegen! Zahnrad für Zahnrad! Wasser! Schossen 1 Million Gedanken durch den Kopf, konnte er diesen winzigen Kampfbot reparieren. Würde er der Schlüssel zu dem Abenteuer sein, nachdem er sich so gesehnt hatte? Hatte er den Motorprototypen in der Werkstatt vergessen? Die Antwort auf all diese Fragen war ja! In Ordnung, festhalten. Ich bringe uns wieder zur Werkstatt. Kluften waren ein Kinderspiel für Ratchet. Zum Überqueren benötigte er nur seinen treuen Schwunghaken und etwas Wagemut. Das ist ein Untergang, Lombax! Black, was machen die denn hier? Ich habe in meiner Datenbank Informationen, die dem Vorsitzenden Black schaden könnten. Er muss mich bis zu deinem Planeten verfolgt haben, um sie zurückzubekommen. Ja.
Grimm, pass auf. Ich will, dass du die Werkstatt zuschließt und dich in den Bunker begibst. Ich komme schnellstmöglich nach. Okay, klar, Ratchet. Ratchet war in schlechter Verfassung. Verletzt, verwirrt und alleine durchkämpfte er die Fusilebene auf der Suche nach Nanotech. Das war ein Fehler, Lombax. Er ist jetzt am Ende seiner Kräfte. Transportschiff? Korrekt. Modell X6Z genauer gesagt. Auch bekannt als das Transportschiff des Todes. Toll! Wir haben wieder mal den blöden Auftrag bekommen und müssen nach einer Blechbüchse suchen. Oh nein, die Blag greifen Grimms Werkstatt an. Grim, geht's dir gut? Mir geht's gut, Kleiner, aber ich mach nicht auf, bis die Luft rein ist. Halte durch, Grim, ich mach das. Transporter im Anflug geortet. Kampfbot! Ich bin unten im Bunker. Ratchet! Das sieht hier aus wie im Schweinestall. Überall zerlegte Waffen. Und Maschinenteile. Hattest du nicht schon letzte Woche klar Schiff machen wollen? Ja, tut mir leid. Ein Projekt hat mich aufgehalten. Anfängerhandbuch für Wirf das einfach irgendwo hin. Ich habe ein Lesezeichen. Was ist das? Spaß mit Singularitäten und anderen Katastrophen. Das habe ich nur zu Bildungszwecken. Ich treffe immer gerne einen Akademiker. Ich schaue mir wirklich nur die Bilder an und... Moment, ich kann nur... Da. Grimms Werkstatt an. Grim, geht's dir gut? Mir geht's gut, Kleiner, aber ich mach mich auf, bis die Luft rein ist. Halte durch, Grim. Ich mach das. Ich hab dich auf dem Holoschirm. Es rücken noch mehr Gegner an. Transporter im Anflug geortet. Ich bin unten im Bunker. Ratchet! Das sieht hier aus wie im Schweinestall. Überall zerlegte Waffen und Maschinenteile. Hattest du nicht schon letzte Woche klar Schiff machen wollen? Ja, tut mir leid. Ein Projekt hat mich aufgehalten. Anfängerhandbuch für Quantenstrahlmotoren. Wirf das einfach irgendwo hin. Ich hab ein Lebenszeichen. Was ist das? Spaß mit Singularitäten und anderen Katastrophen. Das habe ich nur zu Bildungszwecken. Alles klar.
Grimm. Die Luft ist rein. Kannst du aufmachen? Ratchet, was in Zonis Namen ist da gerade explodiert? Tut mir leid, Grimm. Hör mal, mach mein Werkzeug bereit. Ich habe in der Wüste etwas entdeckt, das ich mir ansehen muss. Interessant. Was ist das für eine Fabrik? Das? Das ist nur eine Werkstatt. Hier habe ich schon als Kind gelebt. Komm, wir bringen dich auf Vordermann. Es ist zwar beschädigt, aber ich habe schon Schlimmeres repariert. Komm schon, vielleicht kann uns in der Stadt jemand helfen. Warte mal, ist das Raritanium? Vielleicht sollten wir erstmal unsere Waffen aufrüsten. Schau. Haben wir es mit vielen Schurken zu tun. Achtung, Mitbürger. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, befinden wir uns inmitten einer kleinen, unbedeutenden Invasion. Wir sind bemüht, mit den Planen der Kontaktdienste um eine friedliche Lösung zu erarbeiten. Aber mit den Zurückrufen sollten wir wahrscheinlich zu Hause bleiben. Eindringende Plan. Wir haben euch anlässlich eures Eindringens in diesen Sektor mehrere Nachrichten hinterlassen. Ich will jetzt andeuten, dass ihr uns meidet, aber falls ihr eure Nachrichten noch nicht abgegeben habt, dann halten wir auf euch.